Hallo und willkommen zu unserer Präsentation. Heute stellen wir euch vor, was genau wir über dieses Wochenende genau gemacht haben. Wie ihr schon seht, sind wir eine recht sehr große Gruppe. Die werde ich jetzt nicht vorstellen. Einmal den Gabriel, die Varisana, Pablo, Clara, Ruben, Nick, Vadim, Liora da hinten, Sophie und ich, also Ile. Und was genau was es ist, wird jetzt euch Vadim erklären. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir eine Webseite entwickeln, auf der man eine Karte sieht, wo man die einzelnen Länder anklicken kann und über deren kulturelle Musik, aber auch beliebtesten Lieder erfahren kann. Also die meist abgespieltesten, aber auch die bekanntesten aus dem Land. Um das umzusetzen, haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal in Frontend und einmal in Backend. Dabei haben wir im Bereich Frontend, vor allem im HTML und CSS und JavaScript-Bereich viel dazu gelernt. Und im Bereich Backend haben wir uns mit dem Datenformat JSON beschäftigt und in dem Bereich JSON und Python viel dazu gelernt. Das hier war unsere erste Skizze. Da haben wir, also hier ist die Karte. Da kann man irgendwo, also hier ist das Menü noch. Da kann man reinzoomen, rauszoomen und da kann man dann irgendwo auf ein Land klicken. Und dann kommt man hier in so ein neues Fenster und da steht dann zum Beispiel die, also dann stehen da die Lieder von den Künstlern. Und man kann auch bei der Suche ein bestimmtes Jahr direkt raussuchen. Und da zu diesem Jahr werden dann verschiedene Lieder und so gezeigt. Was eigentlich ist das Front- und Backend? Das Frontend ist die sichtbare Benutzeroberfläche einer Anwendung, auf der der Nutzer Funktionen und Features nutzen kann und diese angezeigt bekommt. Auf dem Backend liegen die ganzen Daten, welche ausgegeben werden können und wo Berechnungen stattfinden, damit alles auf dem Frontend schön dargestellt wird. Im Backend haben wir Python genutzt und gewebscraped und dafür haben wir Requests und Beautiful Soup genutzt, um die Daten dazu zu extrahieren. Und diese haben wir dann in JSON formatiert. Ja, was für Technologien haben wir denn verwendet, um wie heißt das nochmal? Unser Projekt. Time zu schreiben. Fürs Frontend haben wir HTML, CSS und JavaScript benutzt. Und fürs Backend haben wir Python verwendet. Alles wurde geschrieben und programmiert im Visual Studio Code, einer Entwicklungsumgebung. Ja, unsere Demo. Hier. Und zwar hier ist die Karte. Da kann man auch rauszoomen, reinzoomen. Und da ist das Menü links. Und wenn man, also ja, genau. Und man kann da bei der Suche Sachen reinschreiben. Und man kann auch auf Charts zum Beispiel drücken. Dann kommen, wir haben erstmal zwei Länder gemacht. Wenn man auf Deutschland klickt, sieht man verschiedene Charts davon. Also von den Künstlern, von verschiedenen Künstlern, das Lied, wie das heißt und das Jahr. Dann kann man auf Home drücken und dann kommt man wieder zurück. Ja. Ja, unser Ausblick, also beziehungsweise unsere Zukunft für die, also für die, unsere vorgesehene Zukunft für diese Website sind einmal die mobile Funktion, also dass es halt auch auf mobilen Geräten funktioniert, diese Website, und auch die Kommentarfunktion. Das heißt, wir werden eine Art Forum in dieser Website stellen, wo viele Leute aus verschiedenen Ländern deren eigenen Ereignisse und Meinungen reinschreiben können.
Und nochmal ein großes Dankeschön an alle Mentoren und Mentorinnen, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Ja, das war's mit unserem Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, ein mega cooles Projekt. Ich habe eine Frage an euch. Ihr seid eine riesige Gruppe, ich glaube, ihr seid 10 Leute. Wie habt ihr geschafft, so zusammenzuarbeiten, dass ihr am Ende ein Projekt habt, das funktioniert? Also die Idee war ziemlich groß. Die Idee war berühmt bei Leuten. Und wir haben uns gedacht, dass wir, also wenn wir ein großes Team sind, dass wir uns in zwei verschiedenen Ebenen aufteilen. Einmal die Leute, die Daten machen und einmal die Leute, die Design machen. Also quasi hinter der Website und die Leute, die Website designen. Und dann haben wir uns halt jeweils in 5 Leute pro Gruppe eingeteilt. Und so haben wir es dann gelöst. Sehr gut, vielen Dank.